So, herzlich willkommen in der schnellen Küche. Heute zeige ich euch was richtig, richtig Geiles, und zwar ein Big Ham Bacon Triple Cheese Sandwich. Viel Spaß beim Zuschauen. So, ihr Lieben, also ich habe hier Cocktailsoße vorbereitet, Ketchup, Mayo, Senf mache ich das immer. Das ist so ein bisschen die Grundsoße, was wir brauchen. Dann brauchen wir Schinken. Normalerweise hätte ich es jetzt auf dem Kontaktgrill gemacht, aber mein Lieblingsstück ist verschwunden. Ja, ihr wisst ja, ich ziehe jetzt um. Und das ist vorher auch das letzte Video, was ich jetzt dann online stelle, bis ich die neue Küche, also neue Küche nicht, es bleibt dieselbe Küche, aber erweitert, und bis die Möbel kommen, braucht es einfach ein bisschen, bis alles wieder rund läuft. Ne? So, dann brauchen wir 3 Toastscheiben. Schinkenbutter da anbraten. Dann könnt ihr da gleich so eine Soße drauf tun. Wenn der Schinken dann angebraten ist, könnt ihr den gleich da drauf tun. Parallel mache ich noch eine Käsesoße. Das Video verlinke ich euch, wie man Käsesoße macht. Das zeige ich euch dann heute nicht, sondern ich zeige euch nur, wie man das leckere Sandwich macht. So, da tut es ja dann dreimal Schinken drauf. Könnt ihr auch mehr Scheiben machen. Ach, ich denke, ich klatsche noch welche drauf. 2 gehen noch. Wenn der Schinken dann fertig ist, dann kommt Speck rein, Bacon, noch wenden, und wenn der Speck fertig ist, dann tust du den auch auf das Sandwich drauf, und so machst du das jetzt dann fortführend, bis voll ist. So, wenn ihr dann eine Lage drauf habt, dann tust ihr einen schönen leckeren Käse drauf. Ich tue normalerweise ja meine Cheddar drauf, aber heute tue ich einen Paprika Chili Käse drauf, einen schönen würzigen, der kommt da oben drauf. Dann kommt die nächste Toastlage drauf, dann tun wir Barbecue drauf. Barbecue geht bei Schinken immer. Dann tun wir den nächsten Schinken drauflegen.
Und dann die nächste Lage Speck. So, dann würde ja jetzt eigentlich noch mal Käse drauf kommen. Wir machen jetzt aber hier Jalapenos drauf. Meine selbst eingelegten natürlich, die kennt ihr ja schon. So, 4 Stück gedreht. Und dann packen wir da noch mal Käse drauf. Und einen Deckel. Dann tun wir da jetzt noch Käse drauf. Ich habe mich dafür für einen geriebenen Cheddar entschieden. Ihr wisst ja, ich liebe Cheddar. Ich werde jetzt bloß aufkriegen die Packung. Jetzt. So. Der kommt jetzt da oben drauf. Kann man schön satt drauf tun. Okay. Und das Ganze macht er jetzt dann beim zweiten Sandwich genauso. Bacon drauf, Käse drauf, Zwischenboden drauf und dann ist alles in Ordnung. So, jetzt ist das Sandwich fertig. Jetzt gießen wir noch die Käsesoße oben drüber. Und dann tun wir noch ein bisschen bunten Pfeffer oben drauf. Und dann ist es fertig zum Genießen. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Liked meine Seite, schaut euch dieses geile Sandwich an. Das werde ich mir jetzt reinziehen. Liked meine Seite, lasst eure Kommentare, euer Feedback. Und wir sehen uns dann in der neuen Wohnung, in der neuen Küche und mit mehr Platz und besseren Videoeinstellungen. Alles klar, ich wünsche euch noch einen schönen Abend.